Moin Leute, euer Bomber hat wieder am Bambus und heute zeige ich euch endlich mal wieder ein Solo-Money-Glitch. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, möchte ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Videos ever in GTA. Ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr erstmal eine Basis. Denn in der Basis braucht ihr auch das Fahrzeug, was ihr euch gerne duplizieren möchtet. Mein Tipp, Leute, nimmt den Easy, zum Beispiel eine Zukunftsschock-Variante von der Arena. Denn es ist Fakt, Leute, dass dieses Fahrzeug beim Duplizieren einfach am meisten bringt. Und das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren möchtet, muss, Leute, ein personalisiertes Kennzeichen haben. Also ein iFruit-Kennzeichen. Und ganz wichtig, dieses iFruit-Kennzeichen muss auch von euch sein, also von euch damals erstellt, mit Hilfe der iFruit-App. Denn sonst erstellt ihr euch dreckige Kopien und davon würde ich euch abraten. Abgesehen davon braucht ihr in der Basis natürlich auch noch die Adventure inklusive Fahrzeugwerkstatt. Und ganz wichtig, die Basis muss voll sein mit Fahrzeugen. Was braucht ihr denn sonst noch für diesen Glitch? Ihr braucht hier auch ein CEO Tower. Und dieser CEO Tower muss auch mindestens eine Firmengarage haben. Und diese Firmengarage muss auch voll sein. Ihr braucht für diesen Glitch auch noch ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann, zum Beispiel einen kostenlosen LG. Und der LG kann tatsächlich in irgendeiner Garage stehen, es ist völlig egal, ob in der Firmengarage, einer normalen Garage, kann auch in der Basis stehen, das ist tatsächlich völlig egal. Und als letztes braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Fahrzeug, was für diesen Glitch gar nicht verloren geht, sondern irgendein random Fahrzeug, was ihr so besitzt, denn ihr müsst in diesem Glitch einmal Garagenplätze tauschen und so. Deswegen, es kann ruhig ein getuntes Fahrzeug von euch sein, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Gut, habt ihr alles? Sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr erstmal in einer Einladungssitzung. Denn ich habe diesen Glitch in einer Einladungssitzung gemacht und dort hat einfach am besten funktioniert. Denn als erstes fahren wir jetzt zu unserer Basis. Seid ihr in der Basis angekommen, steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Wie gesagt, mein Tipp, nehmt den Easy, bringt am meisten. So, seid jetzt im Easy drinne, drückt jetzt die linke Pfeiltaste, um in die Avenger reinzufahren. Seid jetzt in der Avenger drinne, tunt hier irgendwas um. In meinem Fall mache ich hier einfach die Bremsen kurz auf keine Bremse und wieder Bremse. Habt ihr irgendwas umgetunt, könnt ihr die Avenger wieder verlassen. Seid ihr in der Basis angekommen, werdet ihr wieder aussteigen. Steigt ihr einfach wieder ein, denn jetzt drückt ihr einfach die R2-Taste und fahrt aus der Basis raus. Seid ihr aus der Basis rausgefahren, steigt ihr jetzt aus, öffnet das Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und lagert das Fahrzeug jetzt ein. Denn als nächstes bestellen wir irgendein Fahrzeug, damit wir Garage switchen können. Das bedeutet, ihr könnt jetzt ein Fahrzeug bestellen, was wie diesen Glitch nicht verloren geht. Also nicht den LG, sondern irgendein random Fahrzeug. In meinem Fall bestelle ich jetzt einfach den neuen Benefactor SM722, der vor ein paar Tagen erschienen ist. Damit seht ihr auch, dass das Video tatsächlich sehr aktuell ist. Gut, ist das Fahrzeug geliefert worden, was ihr zum Tauschen benutzen könnt, dann fahren wir jetzt einfach in die Basis wieder rein mit dem Fahrzeug. Klar, die Basis ist voll, ihr werdet jetzt eine Meldung erhalten, jo, die Basis ist voll. Das bestätigt ihr einfach mit X. So, jetzt könnt ihr das Fahrzeug einfach irgendwo hinstellen, wo es wollt. Mit irgendeinem Fahrzeug tauschen, ist tatsächlich völlig egal. Aber klar, nicht mit dem Fahrzeug tauschen, was ihr euch duplizieren wollt. Das dürft ihr nicht machen, alles andere ist erlaubt. Gut, habt ihr jetzt ein Fahrzeug gewechselt, dann spawnt jetzt in der Basis. Denn als nächstes gehen wir zu Fuß wieder zu unserem Fahrzeug, was wir gerne duplizieren möchten. Und steigen ein. Und drücken wieder die linke Pfeiltaste, um in die Adventure reinzukommen. Aber diesmal werdet ihr merken, dass ihr ohne Fahrzeug spawnt. Einfach zu Fuß in der Avenger. Und das ist sehr gut, denn als nächstes gehen wir jetzt einfach nach vorne zum Cockpit. Und zwar so, dass sich oben links das Menü öffnet für Cockpit. So, jetzt drückt ihr einmal X aufs Cockpit und danach drückt ihr gar nichts. Denn wenn alles funktioniert hat, müsste kurz euer Bild schon schwarz werden und dann wieder sichtbar. Aber ihr seid immer noch in der Avenger drin. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und jetzt wartet ihr ein paar Sekunden und ihr werdet jetzt gleich automatisch aus der Avenger rausgeschmissen. Ihr spawnt in einer leeren Basis. Ne? Eure ganzen Fahrzeuge sind weg, aber keine Sorge Leute, das ist normal. So, jetzt könnt ihr theoretisch einfach aus der Basis rausgehen oder wartet ein paar Sekunden und ihr werdet automatisch rausgeschmissen aus der Basis. Also in meinem Fall, ich versuche hier rauszugehen, hat aber nicht funktioniert. Ich wurde einfach rausgeschmissen. Funktioniert genauso für diesen Glitch. Ist egal. So, seid ihr jetzt draußen gespawnt, werdet ihr vielleicht merken, dass ihr nicht immer an eurer Basis gespawnt seid, sondern irgendwo anders auf der Map, wo eine Basis ist. Das ist tatsächlich bei diesem Glitch manchmal normal, kann vorkommen, ist aber nicht schlimm. Denn als nächstes bestellt ihr jetzt einfach das Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Das bedeutet am besten, den kostenlosen LG jetzt bestellen. Der steht bei mir jetzt in dieser Garage hier und ich bestelle ihn einfach zu mir.
So, ist das Fahrzeug geliefert worden, lassen wir es einfach da stehen. Denn wir müssen jetzt zu unserem CEO Tower. Das bedeutet, ihr nehmt hier irgendein Straßenfahrzeug oder ihr macht es wie ich. Ich registriere mich als CEO und nehme den CEO-Bus halt, um ganz schnell dahin zu fliegen. So, seid jetzt bei eurem CEO Tower angekommen, landet ihr. Denn wir brauchen jetzt ein Straßenfahrzeug, was auch in die Garage reingefahren werden kann. Also jetzt kein Supersportwagen auf der Straße, sondern irgendein Billo-Fahrzeug, was ganz normal ist. Hier zum Beispiel dieses Fahrzeug hier. So, haben wir jetzt das Fahrzeug, fahren wir jetzt zur Garage des CEO Towers. Und dann ist die Firmengarage aus, die auch voll ist. Wirklich, die muss jetzt voll sein. Gut, sind wir jetzt da reingefahren, haben jetzt eine Meldung in GTA, dass die Garage voll ist. Und sobald wir die Meldung haben, spammen wir X, was das Zeug hält. Also so X. Und zwar so lange, Leute, bis unten rechts eine Ladeschnecke ist. Denn sobald die Ladeschnecke da ist, spammt ihr nicht mehr. Nicht spammen, sobald die Ladeschnecke da ist. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr in der ersten Linie zwar in der Firmengarage spawnen, dann habt ihr auf einmal wieder einen Blackscreen und seid auf einmal in der Basis. So, what? Aber Leute, das ist richtig gut, denn das bedeutet, der Money Glitch hat zu 90% funktioniert und die letzten Schritte sind total einfach. Denn wenn ihr jetzt in der Basis gespawnt seid, geht es aber wieder zum Fahrzeug hin, was ihr euch duplizieren wollt, steigt ein, drückt diesmal die rechte Falltaste, um die Werkstatt zu benutzen von der Basis und ändert irgendetwas. Es ist völlig egal, was sie ändert. Ich mache jetzt hier auch wieder die Bremsen, einfach kurz keine Bremse, wieder eine Bremse und dann ist der Money Glitch vorbei. Ihr habt das Fahrzeug jetzt erfolgreich dupliziert und ihr fragt euch jetzt bestimmt so, hä, wie, wo ist denn das Duplikat? Naja, das Duplikat steht in der Garage, wo der LG herkam. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier einfach aus der Basis raus, fliege jetzt kurz zur Garage hin, wo der LG herkam und zack, boom, bam, da steht das Duplikat. Wie geil ist das denn? Und das Duplikat können wir jetzt auch direkt verkaufen gehen. Sprich, ich steige jetzt hier ein, fahre zu Los Santos Customs und schau mal, wie viel Geld ich eigentlich bekomme pro Duplikat. Gut, in meinem Fall bekomme ich jetzt pro Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, wenn ihr das Fahrzeug komplett max-out auftunet, könnt ihr bis zu 1,8 Millionen Dollar bekommen pro Duplikat. Und das ist schon ziemlich geil für einen Solo-Money-Glitch. Also Leute, macht diesen Glitch, solange er noch gültig ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber gut, Leute, das war es jetzt zum Money-Glitch-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.